Nein, Elli, das gibt's ja nicht. Sag mal, sitzt du auf dem Klo? Das plätschert ja so. Was sagst du? Was? Kurt, ist die Pappe los? Du, leg auf. Ich muss ihn sofort anrufen. Du hast die gehört, Hilde? Kurt, ist die Pappe los? Was ist? Augenblick mal, Elli. Was hast du gesagt, Günther? Kurt, ist die Pappe los? Was denn für eine Pappe? Mensch, also... Du lass mal doch mal in Ruhe mit Elli telefonieren. Ja, Elli, bitte noch mal. Bitte. Hallo? Kurt? Ja, das ist ja furchtbar. Führerschein weg. Was? Jetzt gehst du vor das Verfassungsgericht. Ja. Was? Moment mal, das muss ich dir erzählen. Moment mal, pass auf. Er hat, kurz gesagt, er hat eine Apfelsaftschorle getrunken und jetzt soll er 2,3 Promille haben. Augenblick mal, Elli, wer hat eine Apfelsaftschorle getrunken? Na hier, Kurt. Ja und, kann er doch. Jetzt haben sie ihm den Führerschein weggenommen. Den Führerschein? Ja, weg! Elli, hast du gehört? Günther sagt, Kurt haben seinen Führerschein weggenommen. Ja. Günther redet gerade mitten. Günther, Elli will mal mit dir. Ja, Moment mal, Kurt, ich geb dir mal Hilde, ja. Elli, ja. Was, Kurt, du hast die Pappe los? Ja, du, Kurt ist die Pappe los. Wie eine Apfelsaftschorle? Wie eine Apfelsaftschorle? Ja, sie machen mit einem, was sie wollen. Du gehst vor das Verfassungsgericht, genau. Ja, jetzt geht er vor das Verfassungsgericht, wa? Günther, ja. Kurt sagt, der Polizist, der ihn hat pusten lassen, hat selber gepustet. Kurt sagt, der Polizist war blau. Moment mal, Elli, was hast du gesagt? Kurt sagt, er hat ja nicht gepustet. Ach nee, Elli... Hilde sagt, er hat ja nicht eine Puste, sagt Kurt. Ja, da hast du recht, ja. Kurt hat bestimmt was getrunken, wa? Ja, Moment mal, ich geb's dir. Hilde, Elli will noch mal kurz mit dir. Ach, Günther, ich rede doch gerade nur mit... Augenblick mal, Kurt. Ja, was ist denn nur wieder, Günther? Elli will noch mal kurz mit dir. Halt mal zu, also. Sie sagt, also, Kurt, der trinkt ja jetzt schon vormittags, wa? Alle quatschen mit der Apfelsaftschorle. Gib's sie mir mal. Ja. Kurt, ich bin wieder da. Elli? Ich glaube, das auch nicht mit der Apfelsaftschorle. Kurt, also, Elli meint, du hast doch nicht nur eine Apfelsaftschorle, nicht? Du rückst doch nicht auf, ja. Sie meint ja nicht böse. Es ist ja gut, Kurt. Es ist gut. Was? Oh, das muss ich, warte mal, muss ich Hilde erzählen. Warte mal. Du, Kurt meint also, die Apfelschorle war vielleicht schon übergegangen. Moment mal, Elli, ja? Was? Na, Kurt meint, der Saft von der Schorle war vielleicht schon Most. Elli, Günther sagt, Kurt meint, der Apfelsaft von der Schorle war schon Most. Ja, Mensch, na. Elli, du schrei doch nicht so. Was sagt denn Elli? Elli sagt, das ist Quatsch. Ja, du, Kurt, Elli sagt, das ist Quatsch mit dem Most. Oh, Kurt ist jetzt sauer, du. Elli, Günther sagt, Kurt ist jetzt sauer. Kurt will sofort mit Elli reden. Elli, Günther sagt, Kurt will mit dir reden. Ja, komm, lass dich das mal alleine klären. Ja, pass auf. Kurt, du kannst jetzt mit Elli. Du, Elli, entschuldige bitte, Augenblick mal, ja? Bei mir klopft gerade einer an, ich bin gleich wieder da, ja? Kurt, nur reg dir doch nicht auf, Kurt. Du kannst gleich wieder mit Elli. Hilde kriegt nur gerade einen Anruf, weißt du? Ja, Backe. Ja. Schotter, du. Rauch aus dem Schlafzimmer. Ja. Oh ja, das will nicht, leg ich auf. Elli, ich muss Schluss machen. Günther! Ja, hör doch mal auf, Mensch. Also, Kurt ist total sauer, dass Elli ihm nicht lobt. Glaubst du? Günther! Ja, halt doch mal den Mund jetzt. Also, ich rede doch gerade mit Kurt. Kurt, warte mal, ich krieg gerade einen Anruf. Kleiner Augenblick mal, ja? Ja, hier, Backe. Ja, hier bin ich. Wer ist Icke? Lass doch mal den Quatsch aus dem Schlafzimmer, kommt Rauch. Was denn für ein Schlafzimmer? Mensch, aus unseren. Und darf ich mal fragen, wer Sie sind? Hilde! Was für eine Hilde? Mensch, Hilde, deine Frau! Meine Frau, lüg nicht. Meine Frau steht direkt immer hinter mir, wa? Mensch, es brennt! Hilfe! Das tut mir leid, ich kann jetzt nicht helfen. Warum nicht? Ich rede gerade mit meiner Frau.